Hallo und herzlich willkommen zur Folge 13, den American Truck Simulator 2000 und. Was rede ich hier von Mist? Nichts mit 2000 und 2016 würde ich gerade sagen, aber das stimmt ja gar nicht. Wir können mal auf die Bank gehen und wir haben hier ganz viele schöne Sachen und ich nehme mir mal hier einfach einen Kredit. Geht zu einem LKW-Händler, den wir bereits schon gefunden haben. Wo ist das? Phoenix, ist das Phoenix? Flagstaff. Also wir sind jetzt hier circa. Ich würde dann gerne mal nach Flagstaff fahren. Mir eine Frachtauftragsangebot nach Flagstaff. Kingman. Gibt's ja irgendwas? Phoenix. 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 Können wir nach Phoenix fahren? Wieder zurück. Alles woanders hin. Dort waren wir gerade. Karlsbad, Nuggles, Tuxten, nochmal Tuxten. Wieder Nuggles, Phoenix und Kapverde. Wir können ja Kapverde über Flagstaff fahren. Oder wir fahren jetzt von hier nach Grand Canyon Village über Flagstaff, kaufen uns dort hier einen fetten Panzer und fahren dann wieder zurück nach Kap Verde. Machen wir das? Machen wir. Also Auftrag nehmen. So, ich habe jetzt auch den Ingame-Sound ein bisschen höher gestellt. So, wir fahren jetzt. Guck mal, es geht gar nicht so einfach. Da müssen wir nämlich erstmal hier oben hin. Aber das möchte ich nicht. Ich glaube mal, hier hinten bei der Werkstatt ist der Autohändler. Und Grand Canyon Village. Ich will es einfach mal hier so hin stellen. Ah, dass das auf die 2 gerutscht, möchte ich nicht. Immer noch auf der 2. Dann machen wir das mal hier. Und beim LKW-Händler genau. Und dann fahren wir hier unten nach Kap Verde. Super, so wollte ich das. So. Und Licht an. Show ab. Haben wir jetzt ein bisschen was vor uns? Wir haben jetzt was einen anderen. Ich bin selten dämlich. Da fahren wir jetzt erstmal die ersten Meter unsere Fracht kaputt. 1-0. 1 zu 0, okay. Da können wir dann in der Werkstatt, wenn wir bei Autohändler sind, das wieder ausgleichen. Aber wir kriegen da bestimmt kein ausgezeichnet drauf. Glaube ich jetzt mal. Heute ist 2:18 Uhr am Morgen, 2:19 Uhr, 2:20 Uhr. Es wird langsam wieder Tag, es dämmert. Es dämmert. Es graut der Morgen, sagt man ja. Ach, das machst du. So, ich glaube, das ist einer der älteren. Boah, da hört sich doch die Hupe auch viel interessanter an als dieses Gequieke. Warte mal, ich höre mir das mal kurz von draußen an. Draußen können wir uns das auch mal anhören. Und zwar hier. Hört sich doch gut an. Wir fahren mal heute draußen. Was steht live hier? Eat free. Also wir können ja frei essen. Das ist auch mal schön.
Was haben wir denn überhaupt geladen? Ein Gabelstapler? Ah ja, jetzt habe ich es auch gesehen durch das Licht. Wow. Es ist ein bisschen ungewohnt mit den ganzen Zugmaschinen. Aber hier müssen wir noch geradeaus. Schon wenn man sich das so anschaut, sehr, sehr gut modelliert, muss ich sagen. Schaut super aus. Muss man doch genießen, sowas. Immer weiter geradeaus geht die wilde Butterfahrt. Ich glaube, 136 Stundenkilometer ist das höchste, was ich hier erreichen kann. Darum wackelt er immer mal ein bisschen nach links und rechts. Ne, jetzt wird es noch ein bisschen mehr. Ich glaube, das war jetzt auch nur, weil es bergab ist. Ist da wegen schon sehr, sehr schnell. Ich glaube, wenn wir jetzt hier ins Trudeln geraten. Da müssen wir auch wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, ein bisschen in die Tasche greifen. Die können wir noch geschwind überholen. Hier geht's jetzt ab. Nee, geht's nicht. Aha. Noch ein bisschen. Scharfe Kurve. Lass mal ein bisschen ausrollen. So. Auch noch bergauf, sehr gut. Super. Du wartest? Das ist sehr nett von dir. Hier kommt ein Zug und das war's schon. Hier kommt ein Zug. Drüben ist die Polizei, deswegen fahren wir hier mal nicht über Rot.
Sein Vollidiot. Ist auch ein Peterbild, verdammt. Aber immerhin. Dass der Ken wirft bestimmt in Phoenix. Ach so, von 8 a.m. zu 6 a.m. p.m. Das bedeutet, wir müssen noch mal wiederkommen. Und zwar, wenn wir von oben runterkommen. Das bedeutet, dafür für immer wieder zwei, ja? Ne, hier hinten nicht. Hier oben. Hallo. Die zwei möchte ich gern hier haben. Ne, hier ist schon wieder die eins. So, die zwei hier hin und die eins. Hier hoch. So. Bäm. Super. Was macht denn der hier? Mensch, Mensch, Mensch. So, hier können wir jetzt eine Garage kaufen. Ich möchte mal gerne wissen, wie viel das kostet. What the fuck, da stand kein Preis da. Aber wir haben die jetzt anscheinend. Gucken wir doch mal, was da drin so rumsteht. So, da. Ist ein bisschen eng, hä? Bisschen arg eng. Da geht's ins Büro. Aha, Ventilator und da drüben. Ein Radio, das darf natürlich nicht fehlen. Ein Werkzeug, Ersatzreifen, dort hängt ein Motor in der Luft. Hier ist eine Hebebühne. Hebebühne, so ein Hebeseil. Drüben ist noch Öl, alles Mögliche, was man braucht. Ich kann ja mal kurz hier. Ich mache sehr gerne Screenshots bei sowas. Und ich möchte mal gern wissen. Das ist er. Dein Schutz vor Wind und Wetter nicht so viel. Ausbauen. Später fallen. Ich wollte das Ding jetzt eigentlich gar nicht kaufen. Aber leider haben wir es jetzt gekauft. Oh, es ist green. Schade. Ich weiß gar nicht mal, wie viel sowas kostet. Also so ein LKW hier. Schnell, 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 es ist grün. Ach, verdammt. Aber wir haben keinen
Abzug bekommen. Das ist gut. Und es wird Tag, noch besser, weil ich wollte dort nicht bei Nacht ankommen. Aber wir müssen uns noch bis 8 Uhr Zeit lassen. Wie lange haben wir denn noch Zeit? Restzeit 16 Stunden. Das passt doch. Jetzt haben wir den Ort verlassen. Aber hier sind trotzdem scharfe Kurven. Möchte ich meinen. Ach, wir wollten doch unseren Wagen hier reparieren. Machen wir das hier oben. Also anscheinend kostet hier eine Garage $150. Was schon mal sehr, sehr schön ist. Da weiß man sofort Bescheid. Fahren wir doch auch mal so. Mensch! Was bleibt der denn hier stehen? Schaut euch das Spektakel an. Ewig lange Straßen. Drüben ist der Zug. Und da drüben ist der Helikopter. Links im Bild, links oben. Also wir sind fast da. Ja, willkommen in Grand Canyon Village. Au! What the fuck? Bleiben wir an dem blöden Schild hängen. Oder was ist das dort oben? Ist das nicht ein Helikopter? Wir dürfen nicht geradeaus fahren. Schaut euch das an. Haha, ein Anblick. Oh, das ist rot. Ein Anblick. Sehr schön. Da drüben ist der Helikopter. Da müssen wir hin zu dem Helikopter. Da ist der Aussichtspunkt. Komm her. Grün!
Kommt doch eh nix. Da werden neue Rohre verlegt. Aha. Das ist doch der Hammer. Jetzt sind wir jetzt falsch in die Kurve gefahren. Passt, 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 passt. Nee, ah, es hat gepasst, super. Wir haben eine Errungenschaft freigeschalten. So. Düdüdüm. Ich brauche jetzt den Fotomodus. Genau. Ja, geht's nicht. Kann man denn hier auch? Das schaut doch gut aus. So. Knipst du das mal. Cool. Das ist auch sofort abgespeichert. Finde ich cool. Na dann, meine lieben Freunde, geht es nächste Folge weiter mit American Truck Simulator, wenn wir dann weiterfahren Richtung Camp Verde. Und ich glaube, ich werde so rumfahren. Lol. So. So. Geht das jetzt nicht? Keine Ahnung. Ich weiß, wie gesagt, wie ich zu fahren habe. Dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.